Hallo Leute, heute möchte ich euch zeigen, wie ihr euch so eine Windmühle einfach selber basteln könnt. Dazu braucht ihr nur ein DIN A4 Blatt Papier, eine Schere, einen Kleber und eine Reißzwecke. Am besten nehmt ihr auch noch einen Stock. Ich nehme jetzt als Beispiel hier einen kleinen Bleistift. So, als erstes brauchen wir nur das Blatt und die Schere. Ihr faltet dieses DIN A4 Blatt so an diese Seite, dass ein Papierquadrat entsteht. Wenn ihr jetzt aufklappt, dann habt ihr hier dieses Quadrat. Deshalb schneiden wir jetzt diese Ecke hier ab. Und jetzt habt ihr hier dieses Quadrat. Jetzt habt ihr schon die Diagonale hier. Jetzt fällt ihr noch zur anderen Seite, damit auch auf der anderen Seite die Diagonale entsteht. Jetzt habt ihr dieses Quadrat mit den zwei Diagonalen. Jetzt braucht ihr wieder die Schere. Und zwar nehmt ihr euch jetzt das Quadrat und schneidet immer ungefähr bis zur Hälfte ein. Ich zeige es dir mal. So, dass es ungefähr bis zur Hälfte eingeschnitten ist. Das macht ihr jetzt mit jeder Ecke. So, die Schere könnt ihr jetzt weglegen, die brauchen wir nicht mehr. Jetzt braucht ihr allerdings den Klebestift, und zwar nehmt ihr euch jetzt eine beliebige Spitze, egal mit welcher ihr anfangt, die ihr zum Beispiel. Nehmt ein bisschen vom Kleber und macht hier so ein bisschen davon drauf, dass ihr jetzt, wenn ihr die Spitze nehmt, die schön da festkleben könnt. So, das macht ihr jetzt einfach mit jeder Spitze. Ich zeige es euch hier nochmal kurz. Ihr nehmt euch die Spitze, legt die in die Mitte. Dann nehmt ihr euch die Spitze, legt die in die Mitte und zum Schluss nehmt ihr euch noch die Spitze und legt die in die Mitte. So. Und schon habt ihr eure kleine Windmühle. Jetzt nehmt ihr euch die Reißzwecke, die ihr euch vorher bereitgelegt habt, und stecht die einfach so durch die Mitte, dass alle Spitzen berührt sind und so nichts mehr rausgeht. Weil der Kleber manchmal ein bisschen schwer hält. So. Genau durch die Mitte gestochen. Jetzt habt ihr hier die Windmühle, hier ist die Reißzwecke und dann nehmt ihr euch jetzt einfach noch einen etwas am besten größeren Stock. Ich habe jetzt hier nur den Bleistift, den macht ihr dann da noch fest. So, und fertig ist eure kleine eigene Windmühle. Ich hoffe, es hat euch geholfen und ihr wollt es auch mal basteln. Ich wünsche euch viel Spaß und bis zum nächsten Video.